Hey, willkommen bei Gitarrentunes. Ich bin Till und heute gibt's wieder coole Akkorde in 5 Minuten für euch. Die anderen Videos aus meiner Reihe coole Akkorde, die wirklich jeder spielen kann, findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Das Video präsentiere ich euch außerdem in Zusammenarbeit mit meinem Partner Elixir Strings. Links zur Website von Elixir und Affiliate-Links zu den Seiten findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Die Klaviatur und die Akkordgrafiken, wo die Funktionen der einzelnen Töne eingezeichnet sind, blende ich euch wie immer ein. Das ist aber nur ein bisschen Zusatzinformation für diejenigen, die sich schon etwas mit Musiktheorie auskennen. Alle anderen können sich einfach die Griffe merken, die ich euch in diesem Video zeige. Die zugrunde liegenden Akkorde für diese Akkordverbindung sind A-Moll, E-Moll, G-Dur und D-Dur. Der erste Griff, den wir jetzt spielen, ist ein A-Sus 2. Hierfür greifen wir einfach erstmal ein A-Moll, lassen aber den Zeigefinger weg und spielen die B-Saite leer. Für den nächsten Griff, das E-Sus 4, lassen wir Mittel- und Ringfinger einfach liegen und legen nur den jetzt freien Zeigefinger auf die A-Saite, ebenfalls in den zweiten Bund. Etwas mehr umgreifen müssen wir jetzt für G-Add-9. Der Mittelfinger kommt auf die tiefe E-Saite in den dritten Bund, der Zeigefinger auf die G-Saite in den zweiten Bund und der kleine Finger greift die hohe E-Saite ebenfalls im dritten Bund. Achtet bei diesem Griff zum einen darauf, dass der Mittelfinger die A-Saite berührt, aber nicht herunterdrückt, damit diese beim Anschlagen nicht mitschwingen kann. Außerdem muss die B-Saite leer klingen können, weil hier unsere Terz liegt. Zu guter Letzt kommt noch ein ganz normales D-Dur. Ich habe hier auf eine Akkorderweiterung verzichtet, weil es schnell etwas zu viel werden kann, wenn man jeden Griff einer Akkordfolge als Akkorderweiterung spielt. Im Kontext klingen die Akkorde also folgendermaßen. Das Schlagmuster zu diesem Akkordwechsel ist das erste Schlagmuster aus meinem Video mit zwei Schlagmustern 1000 Rock- und Pop-Songs begleiten. Den Link dazu gibt's in der Videobeschreibung. Die Schläge spielt man auf die Zählzeiten 1, 2, 2 und, 3 und 4 und. Das war's auch schon wieder mit meinem coolen Akkorde-Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Guckt euch auf jeden Fall auch die anderen Videos aus der Reihe an. Links gibt's in der Videobeschreibung. Abonniert den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Schreibt mir bitte immer Kommentare, wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.